Hallo Kackbratzen. Kann sich einer von euch Hackfressen an das Action-Rollenspiel Sidescroller Beat'em-Up-Plattformer Mishmash Dragon Valor erinnern, das im Jahr 2000 für die gute alte PS1 veröffentlicht wurde? Nein? Dann lasst mich mal eure 5 verbliebenen grauen Gehirnzellen etwas auffrischen. Dragon Valor war auf Papier ein einzigartiges Action-Rollenspiel, bei dem der Spieler auswählen konnte, wen die Hauptfigur heiraten soll, um so den Ausgang der Geschichte leicht beeinflussen zu können. Obwohl sich der Weg verzweigen kann, gab es aber nur eine Handvoll Möglichkeiten, wirklich in die Geschichte einzugreifen. Leider ist dies am Ende ein weiteres Spiel, das ganz gut hätte sein können, aber am Ende sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Heiraten? Nun, zu Beginn steht uns mit Clovis einer von insgesamt 4 spielbaren Charakteren zur Verfügung. Er repräsentiert die erste Generation seiner zukünftigen Familie und seine Nachkommen werden durch einige Entscheidungen bestimmt, die wir während des Spiels treffen werden. Kurz gesagt bedeutet das, dass wir in den verschiedenen Kapiteln mit dem Sohn unseres Ausgangshelden weiterspielen werden. Welche Eigenschaften unser Gör haben wird, hängt in erster Linie davon ab, welche Frau unser Held heiraten wird, da durch Vererbung die Eigenschaften des Sohnes bestimmt werden. Der Sohn wird dann dasselbe Schicksal über sich ergehen lassen müssen, wie auch schon sein Vater, also einen Sack voll Feinde und Drachen besiegen, irgendwann eine Ische finden und ihr einen Braten in die Röhre schieben, damit wir dann denselben Kram mit dem brandneuen Sohn nochmals von vorne durchleben, bis auch dieser, nachdem er seine Feinde einen Kopf kürzer gemacht hat und ebenfalls seinen eigenen Sohn gezeugt hat, das Spiel in den 4. und letzten Loop übergeht. Dieses Element der Vererbung über 4 Generationen führt auch zu diversen Spielausgängen, womit man rein theoretisch ein Leben lang mit nur einem PS1-Spiel verbringen könnte. Rein theoretisch, denn es könnte sein, dass man schon viel früher die Lust am Spiel verlieren wird. Aber erstmal von Anfang an. Wer mit Drachen in den Ring steigen möchte, benötigt vor allem 2 Dinge. Nerven aus Drahtseilen und ein sehr, sehr scharfes Schwert. Wer mit Drachen in den Ring steigen möchte, benötigt vor allem 3 Dinge. Nerven aus Drahtseilen und ein sehr, sehr scharfes und sehr langes Schwert und eine gute Brandschutzversicherung. Zumindest in der nicht immer so guten alten Zeit, denn heutzutage sind Drachen schon lange ausgestorben. Wer heute Drachen killen möchte, kann das heute ganz bequem von seiner Couch aus erledigen, um nicht binnen wenigen Sekunden in Kohle verwandelt zu werden. Um das Verletzungsrisiko noch geringer zu halten, schwingt man praktischerweise nur noch einen Controller aus Plastik und nicht mehr ein scharfes Schwert. Was man jetzt nur noch braucht, ist ein passender Partner, der euch in allen Lebenslagen mit der passenden Versicherung euren Arsch rettet. Als ob ich hier beschissene Werbung für diese verfickten Versicherungsschwurbler machen würde. Erst ziehen sich die Typen eine Lein-Koffeinpulver rein und dann wollen sie uns den Mist verkaufen? Was zum F*** ist nur los mit euch? Aber ich schweife ab. Was noch fehlt, ist das passende Rollenspiel und dank Namco haben wir vielleicht das passende Futter gefunden. Dragon Valor besteht zu einem Teil Rollenspiel, 5 Teilen Action und 12 Teilen Sidescroller und wollte mit seinem leicht repetitiven Gameplay und einer Prise Drachen unsere Herzen erobern. Man schlüpft zunächst in die Rolle von Clovis, einen sogenannten Dragon Valor, dessen Karriere und Schicksal an einem blutigen Eid gebunden ist. Einer dieser feuerspuckenden Eidechsen hat seine Schwester Elena getötet und so schwört unser Held bittere Rache. Zum Glück hat er ein praktisches und ziemlich magisches Schwert in seiner Hand, mit dem er auch noch den härtesten Gegner zu Kleinholz verarbeiten kann. Oder etwa nicht? Dragon Valor ist in mehrere Kapitel unterteilt, die sich wie vorhin erwähnt über mehrere Generationen spannt. In jedem dieser Kapitel gibt es zahlreiche Phasen, die euer Können auf die Probe stellen. Allerdings ist jedes einzelne Kapitel in seinem Anfang und Ende ziemlich vorhersehbar. Wie gesagt, besteht die Gameplay-Schleife darin, mit jedem einzelnen Charakter erst einen Sack voll Feinde zu erledigen, dann eine Frau finden und mit dieser dann einen Sohn zu zeugen, der dann hoffentlich das Schicksal seines Ur-Ur-Urgroßvaters zu einem Happy End bringen kann. Jeder Sohn wird aufgrund der hervorragenden Genetik des Vaters jeweils als erfahrener Schwertkämpfer geboren. Allerdings unterscheiden sich die Sprösslinge jeweils durch ihre Attribute in Magie und Trefferpunkte, wobei man während des Spielverlaufs sich mehr Trefferpunkte verdienen wird. Mit einem jeden neuen Spielstart wird dieser Attribut jedoch wieder auf den Startwert zurückgesetzt, was die Herausforderung jedes Mal frisch hält. Die meisten Etappen sind allerdings ohnehin einfach und ohne große Gefahr zu bewältigen.
Insgesamt wirkt Dragon Valor so wie ein relativ junges Roguelike. Dragon Valor ist ein Spiel, das auch wirklich jeder ohne Vorkenntnisse direkt erlernen und bewältigen kann. Da man auch von Geburt an mit einem sehr mächtigen Schwert sein hartes Leben antreten wird, sind die meisten Feinde ohnehin kein wirkliches Hindernis. Der Sprunghieb ist einer der effektivsten und am einfachsten auszuführenden Angriffe. Zusätzlich zu der kleinen Auswahl an Schwertfuchteleinlagen hat man noch 8 verschiedene Zaubersprüche zur Verfügung. Darunter der obligatorische Heilzauber, ein Feuerzauber, ein mächtiger Donnerzauber, Eis oder auch ein Zauber, mit dem man sich für kurze Zeit unsichtbar machen kann. Für jeden Zauber gibt es zudem bis zu 3 Stärkestufen. Im Prinzip klingt es ja nach einer ganz kurzweiligen Sache, wäre eben die Story von Dragon Valor nicht absolut langweilig und leicht vorhersehbar. Eliminiere alle Feinde, verhau den Drachen, finde ein Mädchen und pflanze dich fort. Nicht mal die Zwischensequenzen können die Handlung wirklich tragen, weshalb man auch hier nicht mal eine Art Belohnung erhält, für die man gewillt ist, sich immer und immer wieder in den ein und denselben immer gleichen Kampf zu werfen. Aber im Grunde geht es ja nicht wirklich um die Handlung. Und wenn man das kapiert hat, macht das Spiel wirklich Spaß. Da Dragon Valor ja irgendwie ein Roguelike ist, ist der Weg das Ziel und der Versuch mit jedem Nachkomme, dieses Ziel vielleicht effizienter zu erreichen. Und wer weiß, vielleicht erwischt man ja sogar die Frau seines Lebens, mit dem man einen halbwegs effizienten Sohnemann zeugen kann. Während man sich so durch das Level hackt, wird man auch unzählige Fässer und Kisten zerschmettern, in denen es zahlreiche Goodies gibt, mit denen man seine maximale HP, MP und auch Stärke erhöhen kann. Wer sich Zeit nimmt, kann sogar versteckte Räume für noch mehr versteckte Gegenstände finden. Wenn ein Charakter das Ende seines Lebens erreicht, werden Gegenstände wie Kelche, Schriftrollen oder auch Juwelen nicht an den Nachfolger weitervererbt. Anders sieht das allerdings mit Anhänger, Lithografien, Ringe, Talismane und Ohrringe aus. Wer mit dem Überschuss an Gegenständen nichts anfangen kann, darf sie beim Händler gegen Bares eintauschen. Allerdings ist das Kaufmenü eine komplette Qual, da es von seiner linearen Struktur so unheimlich umständlich zu bedienen ist. Was bei Dragon Valor dann doch vielleicht etwas stört, ist das leicht knarzige Kampfsystem. Während dieses Kampfsystem auf den ersten Blick relativ machbar erscheint, ist die Umsetzung allerdings sehr dürftig. Trotz des großen Arsenals an Fähigkeiten sind die Schlachten immer noch im Allgemeinen langweilige Hack-and-Slash-Kämpfe. Sogar Charaktere, die ihre ganze Kraft in die Magie stecken, werden feststellen, dass der durchschnittliche Zauber normalerweise zu teuer ist, um ihn für etwas anderes als Heilung einzusetzen. Erschwerend kommt hinzu, dass jeder Feind ein ganz eigenes Angriffsmuster hat. Wenn der Spieler das Angriffsmuster nicht sehr gut kennt, greift er oft den Feind an, während dieser scheinbar unbesiegbar ist, was sehr leicht zu Frustration führen kann. Wer in Dragon Valor gut sein möchte, muss zwingend alle Bewegungsmuster auswendig lernen, insbesondere von den Bossen. Wie man es von einem Action-Rollenspiel erwarten würde, ist die Steuerung wenigstens reaktionsschnell und im Allgemeinen recht gut. Und das wirkt sich auch auf die kleineren Rätsel im Spiel aus, bei denen man meist irgendwelche Blöcke nur in 2 verschiedene Richtungen schieben muss, bis es irgendwann Klick macht. Grafisch ist das Spiel jetzt kein Meisterwerk aus heutiger Sicht, aber für das, was die Engine und vor allem auch die PS1 leisten kann, sieht Dragon Valor doch relativ umwerfend aus. Einige der Texturen sind sogar sehr, sehr schön, wenn da nicht die groben Polygone wären, an denen man sich ein Auge ausstechen könnte. Aber zumindest sind die Modelle allesamt ziemlich in Ordnung und haben sogar einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn man so will, ist deren Erscheinungsbild sehr deformiert. Zum Teil haben die Charaktere einen übergroßen Kopf oder Füße, die an einem sehr kleinen Körper geklebt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob man absichtlich einen Chibi-Stil nachempfinden wollte oder ob der Technik eben die Luft ausging. Die Drachen sehen aber allesamt wirklich sehr cool aus. Hätte man die Eidechsen versaut, wäre das Spiel ohnehin ein Fall für die Wertstofftonne. Zum Glück hat Namco einen noch so jeden Drachen so furchterregend und cool wie nur möglich erschaffen. Alles entsprechend des Hardware-Limits der PS1. Der Sound ist gut, aber auch nicht wirklich besonders. Die Melodien, die wir im Laufe des Spiels hören können, sind so komponiert, dass sie gut zur jeweiligen Situation passen. Sie sind manchmal fröhlich, manchmal abenteuerlich, aber immer auch ein wenig käsig. Die Soundeffekte sind an sich einfach, aber bieten alles, was man sich für Schwerthiebe und magische Explosionen ebenso wünscht. Das Beste am Sound ist aber, dass es keine Sprachausgabe gibt, da man hier zu 99% nur ins Klo greifen konnte.
weiß, dass es stellenweise so klingt, als sei Dragon Valor eine saure Gurke. Rein oberflächlich gesehen stimmt das auch, aber wenn man mal die komplett vergessliche Story außer Acht lässt, findet man unter der Haube einen doch recht spaßigen und kurzweiligen Action-Rollenspiel-Mischmasch. Wobei kurzweilig das Zauberwort ist, denn ein Durchgang mit einem Helden wird nicht wirklich viel von eurer Zeit in Anspruch nehmen. Wie aber erwähnt, lebt das Spiel durch seine Wiederholungen und eben der Versuch, mit einem jeden neuen Durchlauf und einer vielleicht komplett anderen Paarung einen komplett neuen und vielleicht effizienteren Krieger zu zeugen, mit dem man sich noch geschickter durch die Horden der Feinde metzgern kann. Hier entfaltet sich dann die wahre Freude am Spiel und macht Dragon Valor zu einer kleinen Perle, von der ich mal behaupte, dass sie ohnehin auch schon damals nur von sehr wenigen Leuten gespielt wurde. Wer Lust hat, kann sich ja mal nach einer gut erhaltenen Kopie umsehen. Man sollte eben kein wirklich schwieriges oder besonders ausgefeiltes Spiel erwarten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.